So, ihr Lieben, wir sind jetzt beim Speed-Dating und bei mir ist die liebe Little Blondie und du bekommst jetzt von mir jede Menge Fragen gestellt und beantwortest sie einfach so spontan und intuitiv wie möglich. Bist du bereit? Okay, bestimmt. Sehr gut. Magst du Bourbon? Nö. Der beste Kuchen ist? Okay, der beste Kuchen, der von meiner Oma. Die macht so Nusskuchen. Der ist geil. Wie oft trägst du Schnauzer? Einmal im Monat. Das Tollste an Sassy. Ihr Charakter. Alles daran. In welchem Game hast du die meisten Spielstunden? Seven Days to Die. Weißt du, wie viele? Auswendig nicht. Wofür gibst du am meisten Geld aus? Hardware und Spiele und Klamotten. Wer ist dein größter Fan? Meine Mods. Heute schon ein Gefühl getanzt? Nee, leider noch nicht. Was würde dir dabei helfen, in einer Zombie-Apokalypse zu überleben? Boah, ich habe ein kleines Survival-Kit tatsächlich. Das wird mir helfen. Und so also eine Mini-Armbrust. Das ist ganz wichtig. Muss man jetzt schon im Vorsichtshalber haben. Wie blond bist du eigentlich? Ich glaube, ich habe schlecht gefärbt. Das ist tatsächlich mein normales Blond und weil sie lang waren, war ich super, super hellgelb blond. Was hilft dir beim Einschlafen? YouTube-Videos. Und was hilft dir beim Aufstehen? Niemand. Ananas auf Pizza? Ja. Wie tanzt man in deinem Kult? Da muss ich mich aber ganz kurz einmal fertig machen. Das war gar nicht Wo habe meine ich das? Absicht. Ich höre leider nichts. Das ist gut. Aber man hat da so getanzt. So. Wichtig und richtig. Sehr gut. Immer mit Pikachu-Mütze. Perfekt. Dein Lieblings-Pokémon? Felinara. Was war das Wichtigste für dich im letzten Jahr? Oh, das ist also einmal die Erfahrung von Rock am Ring, weil das ein super geiles Festival war und das war super schön. Und dass ich Freunde hier vor Ort habe, an dem man vertrauen kann und mit dem man echt Spaß haben kann. Womit kann man dich beeindrucken? Humor. Und komische Sachen mit Körperteilen. Wenn man irgendwelche so komische. Hat man das Hupf gehört oder? Nein, aber man kann dich mit Körperteilen beeindrucken. Also, wenn man irgendwelche Anomalien hat oder also irgendwas Komisches hat, ich finde das super spannend. Ich kann das nicht beschreiben, aber manche Leute sind so überbeweglich oder so und ich finde das super cool. Okay, soll ich jetzt mal sagen, möchtest du meine Anomalien mal sehen? War natürlich Spaß. Bester Anmachspruch. Ja, genau. Ja. Little Blondie, Gott. So, weiter geht's. Nutella-Brot mit oder ohne Butter? Mit. Wie beschreiben dich deine Freunde in drei Worten? Boah. Verrückt. Mir fällt das Wort nicht ein. Verrückt, lustig und kreativ. Drei Songs, auf die du voll abgehst.
Boah, zurzeit Ice Nine Kills, Welcome to Horwood, dann von Slaughter to Prevail, Demolisher und Sweet Dreams von Eurythm. Weißt du noch, was die zweite Frage war? Ob ich birben mag? Was ist deine größte Schwäche? Vertrauen in mich selber und Durchsetzungsvermögen. Ich mache Sachen manchmal nicht lang genug. Wann hast du das letzte Mal gerülpst? Extra kurz bevor wir telefoniert haben, damit ich hier nicht Du hast eine Wunschreise gewonnen. Wo geht es hin? Am liebsten eine Weltreise, aber ansonsten einfach Australien, Neuseeland. Wenn du ein Fantasy-Wesen sein könntest, welches wärst du gerne und warum? Wahrscheinlich wäre ich halt einfach ein Dämon. Aber halt so ein cooler, der sich halt in eine menschliche Form verwandeln kann, aber halt auch in der Hölle ist und Leute quälen kann. Ich bin super lieber Mensch, aber ich hätte richtig Lock. Also Leute, die es verdienen, zu foltern. Eine Mordwaffe mit B. Beil? Was bringt dich zum Lachen? Alles. Was bringt dich zum Weinen? Auch alles. Glückwunsch, Blondie, du bist jetzt Weltherrscherin. Was ist deine erste Amtshandlung? Weltherrscherin, kein Krieg mehr und wir konzentrieren uns auf das auf mehr auf Medizin. Und dieser Talk in einem Satz? Sehr starker Deep Talk, aber trotzdem entspannt und Und ruhig. dein Gesichtsausdruck, wenn dir jemand sagt, dass Frauen nur dafür da sind, um Kinder zu kriegen? Wäre halt einfach so Pio. Dankeschön, du hast es geschafft.